So, hier ist die entsprechende, genau. Ne, das muss sogar noch ein weiter, glaube ich. Ja, muss es. So, und dann da hoch und das auch noch bis zum Ende durchziehen. Und den nicht, weil der da aufhört. Ah. Cool. Meine Raumgestaltung wird sich hier etwas ändern. Tut sie Jetzt das? wird hier nämlich das Schlafzimmer in diese Richtung gehen. So kann ich die Sonne sehen und habe sogar noch dein Blick, dein Haus im Blick. Die Sonne ist in der Ja, wie anderen Richtung, toll. Nase. Ja, aber da geht's unter. Das stimmt, ja. Da geht sie unter. Dann ist das gut. Du weißt doch, im Endeffekt, hier gibt's eh nur. Du kannst eh nur in eine. Du kannst ja nicht isometrisch bauen. Du kannst eh nur in. Du hast eh nur vier Himmelsrichtungen zur Auswahl. Das heißt, immer wie du baust, entweder ist die Sonne vorne oder hinten oder links oder rechts. Eine andere Chance hast du in Minecraft ja eh nicht. Weil die Sonne dreht sich ja nicht im, ne? Die dreht sich ja immer nur in der gleichen Richtung, aber nie mit einem Winkel. Wie es wie die echte Sonne es dann doch mal gerne tut. Also nicht nur gerne, sondern überhaupt. Weil die dreht sich ja nicht, ne? Die geht zwar immer im Westen. Westen auf, Westen unter. Was erzähle ich hier wieder für einen Scheiß? Da gibt's doch diesen Spruch. Im Westen geht's hier auf, da ist sie nie zu sehen. Aber auch nicht gerade zusammen. Ich weiß das nicht mehr. Egal. Entweder geht es im Osten auf. Oder warte, ich meine im Osten aufgehen, im Westen untergehen. Wenn nicht, korrigiert mich. Auf jeden Fall, die hat da natürlich immer noch eine gewisse Krümmung drin. Also nicht die Sonne hat natürlich keine Krümmung an sich, sondern die Erde rotiert ja. Deswegen ist die auch zwischendurch weiter weg als also im Sommer. Nein, im Herbst und im Frühling ist die Sonne am weitesten weg von der Erde. Nur dazwischen sind halt die, weil die Erde in einer Ellipsenform um die Sonne kreist. Ich bringe euch hier noch richtig was bei. Haben wir wieder was gelernt. Ja, ach, mein anderer Baum ist auch gewachsen. Das ist ja richtig geil jetzt. Ach, ist das schön. Jetzt ist hier richtig grün am Ende. Da kann ich so ein bisschen Blättwerk reinkloppen und dann kann man hier bald nichts mehr sehen. Dann habe ich hier voll die Ökobude. Passt ja. Ich wollte es nicht sagen. Komm, aber gedacht hast es. Gib's zu, du hast es gedacht. Vielleicht kurz. Kurz. Ist klar, ist klar. Ah, sehr gut. Dann habe ich nämlich auch eine Ecke, wo ich craften kann. Das ist toll. Eine Kraftecke. Wenn Kraftecke. ich das dem Kraft, wenn ich das dem Crafty erzähle, der gibt direkt Patentklagen. Apropos Patentklagen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, warum ich das gelesen habe. Ich habe aber jetzt mittlerweile festgestellt, der werte Herr Range, unser alter Bekannter, also Ja. nicht wirklich, der hat seinen Künstlernamen, sprich Gronkh, 2012 als Patent eintragen lassen. Oh. Ja, das ist in der, also die Playmassive GmbH, die hält das Patent am Namen Gronkh. Und das nur die Witzig. dürfen das verwenden. Er hat sich direkt seinen Künstlernamen patentieren lassen. Also wenn irgendjemand versucht, auch nur irgendwas damit zu machen oder es in irgendeiner Art zu, ne, zu kopieren oder so, dann gibt das direkt mächtig Ärger. Würde ich nicht Witzig. empfehlen. Ich meine, gut, mittlerweile, ne, bei den Abozahlen und den Aufrufen, dann hätte ich das auch gemacht. An seiner Stelle. Macht schon irgendwo Sinn. Also, ne, morgen zum Patentamt latschen und Escard erstmal patentieren lassen. Mache ich direkt. Ach, du hast jetzt einen zweiten Raum noch gemacht. Ah, so. Das ist aber ein ziemlich kleines Schlafzimmer dann. Aber die Wände sind schön hoch, das ist cool. Ja, sogar mit Decken hier noch so drüber. Das ist ganz gut Da, eigentlich. die eine Wand würde ich aber oben da noch zumachen. Was vorne. Ja, bin grad dabei. Gut, ich sehe es gerade. Solange ich noch die Zeit von dir habe. Ja, 10 Minuten hast du noch. 5 Minuten mit Tschüss sagen. Oh. Die mittleren Etagen, die kriegen alle keine, die haben im Prinzip ja keine, ach, da sind schon, ist da schon Glas drin?
Da ist überall Glas drin, ja. Okay, weil ich sehe es nicht. Aber das, weil ich hätte jetzt gedacht, da wäre noch wie unten so eine abschließende. Du kannst du da nicht einslappen? Ah, nee, dann geht das Glas nicht mehr, ne? Ein Slap. Ja, dass du unten quasi noch über dem Holz nochmal so eine abschließende Leiste machst, aber dann kriegst du das Glas ja nicht mehr da rein. Nee. Das muss ja Stimmt. mindestens 2 hoch sein, das klappt ja nicht. Schade eigentlich, das wäre cool gewesen. Also mein Haus, komm, wir machen heute mal, wir beenden das Ganze mal in meinem Haus. Ich habe deins jetzt so oft gezeigt. Nee, aber finde ich Kann ich gut. gut verstehen. Sieht gut aus. Ist zwar nachgebaut, aber nee. Von? Nö. Wovon? Hast du dich wieder Ach so. aufgemalt und so? Von meinen eigenen Gedanken aus nachgemalt. Ja, Kommt jetzt dann auch trotzdem. noch da, kommt dann auch die Slabs so drunter hier. Ich verstehe, ich verstehe. Dann geht das dann noch so weiter. Aber nun zu deinem Haus. Ja, da gibt es ja noch nicht so viel zu sehen, aber ich, ne? Machen Aber wir ich finde das trotzdem Dach mal. cool. Das Dach ist eigentlich ganz geil, ne? Der harmlose Weg rein, hier mein Bett direkt mit meiner Kiste. Meine Ein kleine kleines Koch, meine Schlafzimmer. kleine spontan entstandene Kochnische, die ich mal befüllen könnte eigentlich. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war einer zu viel. Mach ich noch ein bisschen Cleanstone. Kleine Schlafecke. Kiste mit allem möglichen Scheiß drin. Ich habe so viele von diesen Setzlingen, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Weiß nicht mehr, wohin damit. Bald. Ja, dann geht's Raus noch in eine die freie Etage höher. Natur. Und da geht's dann direkt in die wilde Wildnis. Das habe ich jetzt ganz zugemacht einmal. Ich weiß noch nicht, ob ich das wieder aufmache hinterher. Das ist ein Weil hier ist Baumhaus. eigentlich. Hier so ein bisschen könnte man da ruhig mal ein bisschen auflockern. Prinzipiell. Weiß, hier kann man dann rausgucken. Aber ob man da rausgucken soll, ist halt die Frage. Das weiß ich noch nicht so richtig. Solange da keine Viecher hochspringen. Nö, hier kommen keine hoch, oder? Nee, die kommen hier nicht rein. Oder? Wenn die da reinkommen? Ja, wenn sie sich ganz viel Mühe geben. Aber die sind ja eher so. Kommen da nicht da rein. Das war ein schöner Blick auf ein tolles Haus, immer. Ist klar, ist klar. Nee, ich werde hier oben auch, glaube ich, gar keine Fenster machen in der oberen Etage. Weil bietet sich einfach an, keine zu machen. Ich mache die Fenster hier ab ein bisschen Folgen. anders, glaube ich. Ich mache das so. Zwar so, dass man da ein bisschen. Nicht, dass man rausgucken kann, sondern. Dass es hier so ein bisschen runter geht. So, dann ist das zwar zu, aber gleichzeitig offen. Von innen. Zumindest ein bisschen mehr. Hier unten kommt man leider nicht mehr rein. Müssen wir einmal außen rum. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Da steht ein Skeletto. Ein Skeletto-Paletto. Was habe ich da jetzt gebastelt? Jetzt muss ich mal gucken. Auf jeden Fall Fackeln. Habe ich auch gar keine mehr. Doch, habe ich noch ein paar. Problem ist, ich kann an der einen Seite keine Fackeln anbringen, weil da ist halt nur, ja, da ist halt nur Holz, ne? Da müsste ich dann irgendwie mir so einen kleinen, hier so einen Nachttisch bauen oder so. Den ich dann so mitten in den Raum stelle. Ich weiß nur noch nicht, ich glaube, ich mache hier oben mein Schlafzimmer in den vorderen Oh. Bereich. Denke ich mal. Wird angegriffen. Von, wovon? Ein Skelett, aber ich krieg es. Wie Du lässt gesagt. dich von einem Skelett töten? Nein. Na Nicht. dann. Wenn du nicht stirbst, dann bräuchte ich dir auch nicht helfen, ne? Gut. Hätte jetzt ein Problem, wenn ich jetzt irgendwo tot aufwachen würde wieder. Ja, in der Tat hättest Dann müsstest du mich suchen kommen. du. Würde ich auch nicht tun. Ich weiß. Würde ich ganz bestimmt nicht tun. Kann man einfach zählen. Ja, ich weiß, auf mich kann man einfach zählen, das ist halt einfach so. Wo bist du denn jetzt hin? Ach da, da trappelt so rum. Du hast aber zu erzählen, ich habe hier oben gerade so einen Raumtrenner reingemacht. Ist das eine gute Idee? Kannst du mal kurz gucken? Ja Kann man klar. sowas machen? Dieser Kackstift da oben auf dem Berg. Leuchtender Kackstift. Ist voll gut. Wo hast du was? Hier oben, wenn du da oben kommst, dann ist hier das Schlafzimmer ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich werde keine Tür machen, aber da ist so ein leichter. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Das finde ich Jetzt kann ich schön. hier nämlich noch eine Kannst du Truhe denn da, hinstellen. machst du die denn da oben dann noch weiter? Also ich sag mal, hier so weiterführen? Oder dass sie dann da wieder runtergeht? Könnte ich eigentlich, ne? Würde ich gerade. Ist die So. Frage, ob das so gut aussieht, ob je nachdem, wie viel dann in der Mitte noch Platz ist. Obwohl das eigentlich schon so.
etwas Schlechtes. Aber dann müsste ich die ja so bauen. Dann wäre das prinzipiell so und dann müsste ich... Dann in der Mitte? Kein Stein mehr. Doch, ich habe noch Stein, aber ich habe nicht... Ah, ich habe keinen... Ein Tritt. Danke, so. Reicht schon. Nee, das ist besser, glaube ich. Ich glaube, das ist recht, oder? Dann muss die Fackel aber weg. Weil da kommen ja dann die dran. Auf der anderen Seite. Dann kann das Ding hier nämlich auch wieder weg. Das ist total bescheuert. Ist gut. Nee, doch, das hat was, ne? Ja. Der Eingang ist jetzt ziemlich groß. Ich könnte den jetzt auch zumachen, aber dann wäre der riesen hoch und nur ein. Mit dem Baum ist total abgefahren. Ich glaube, ich mache das aber gesehen. So. Ja, so ist besser. Ja. Dann ist halt nicht ganz so hoch. Dann ist da nochmal so eine kleine Bestärkung drin in der ganzen Nummer. Und dann kann man hier schön ein Schlafzimmer reinbauen. Ich weiß nur noch nicht, wo man rausguckt. Am besten aus dem Fenster, ne? Im Prinzip so. Mitten in den Raum. Und da kann man hier Server Saved the World lesen. Und wurde blockiert. You can only sleep at night. Hallo? Ich habe doch einmal so einen Hintern im Gesicht gehabt. Weißt du, Hauptsache er hat auch seinen Helm ausgezogen. Oh, oh. Warte, ich ziehe auch meinen Helm aus. Ulala, warte, ich habe noch eine bessere Idee. Ich ziehe auch noch meinen Top aus. Oder warte, ich lasse das. Wir machen es ganz anders. Es sieht nur die Hose aus. Ja, wie zu Hause, ne? Nur die Hose, das reicht. Alles andere ist unwichtig. Nein, Quatsch. Ich habe gar keine Rüstung mehr jetzt. Nein! So, jetzt bin ich wieder episch ausgerüstet. Jetzt habe ich hier noch ein paar Balken, mit denen kann ich aber nichts gerade... Theoretisch müsste ich jetzt aber hier außen das hier auch nochmal einen runter machen mit dem Holz, oder? Damit das parallel zu dem anderen Ding wäre. Also meine Aussicht im Endeffekt so ein bisschen eindämmen. Oder? Nee, da hast du dich jetzt sehr eingedämmt. Das ist jetzt doof, ne? Da würde ich eher wieder ab dem hier wegnehmen, so. Aber ich könnte es ja so lassen. Ja, so finde ich es gut. Ja, dann ist oben ein bisschen mehr von dem Stein drin. Weil da geht oben, die Sonne auf. Wo geht die Sonne auf? Ja, ganz langsam. Ganz, ganz langsam geht die Sonne auf. Dann wäre das ja ein Moment, so sehr es mir auch schmerzt, ich weiß, Abschied ich weiß. Zu nehmen. Time to... Jetzt dachte ich, der singt weiter, aber nix, weißt du? Mann. Ich dachte auf seine also musikalischen... Für Sing ist es noch nicht spät genug. Seine unglaublich großartigen musikalischen Talente, dachte ich, könnte wir jetzt mal begutachten. Ich mach mal hier F12. Ganz nur. Wo war nochmal Kamera wechseln? F12? F11, F10? F4. F4? Nö. Nee, F5. F5. Tatsache, F5. Ach ja, da. Da muss ich mal den Helm ausziehen. So, guck mal hier. Yay! Ah ja. Gleich viel besser. Mit meinem epischen Schwert und meiner noch viel epischeren Schaufel. Dein Haus ist noch sehr unsicher. Ich bin jetzt an deinem Haus runtergefallen. Musst du nicht tun. Sowas. Wo kommst du denn wieder hin? Wo geht's zur Sonne? Ich guck gerade, ich habe die Kamera jetzt so außen, dass man quasi sieht, wie wir so komische Bewegungen machen. Natürlich Fokus auf meinem Face. Was hast du denn jetzt genommen? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Und bis dahin, macht es gut von mir, dem Eskard und dem Marzel. Ciao. Bis dann.